Herzliche Grüße aus dem Schweriner Schloss, Plenarwoche und zweifelsohne ein besonderer Tag. Lieber Till, ist mir ein besonderes Bedürfnis. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die Zahl sagen wir nicht, glaubt eh keiner. Der agilste Minister des Landes, der für uns immer dabei ist. Von Herzen alles, alles Gute. Dankeschön. Aber du arbeitest an deinem Geburtstag, hast diskutiert über den ländlichen Raum. Was war das Thema? Ja, heute hat die AfD den Tagesordnungspunkt Heimat und Alternative für die ländlichen Räume auf die Tagesordnung gesetzt. Ich war da schon etwas angespannt in der Sache, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, Mecklenburg-Vorpommern ist ja ländlicher Raum, außer Schwerin. Rostock ist alles andere ländlicher Raum. Und ich glaube, wir können als Sozialdemokraten wirklich mit Stolz sagen, wir haben in den letzten 30 Jahren nach der Wende uns aktiv für den ländlichen Raum eingebracht. Was brauchen wir im ländlichen Raum? Wir brauchen eine vernünftige Infrastruktur, wir brauchen Arbeit und wir brauchen Zusammenhalt. Und ich kann immer nur wieder sagen, wenn wir uns anschauen, was in den Gemeindevertretungen, in den Landkreisen, in den Verwaltungen für die ländlichen Räume getan wird, im Ehrenamt, von der Feuerwehr angefangen bis hin zur plattdeutschen Mundart, dann lebt der ländliche Raum und Mecklenburg-Vorpommern wird ja nicht umsonst so beliebt empfunden. Wir haben eine intakte Landschaft, wir haben das sauberste Wasser, wir haben die gesündeste Luft in Deutschland, wir haben die größte Artenvielfalt in Deutschland und deswegen sind wir einfach das schönste Bundesland der Welt. Und das, was die Menschen in den letzten Jahren auch vor der Wende und nach der Wende geleistet haben, glaube ich, sollten wir auch mal ein Stückchen wertschätzen. Und ich bin schon stolz, auch einer aus diesem Land zu sein. Darauf können wir stolz sein. Feuerwehrprogramm, mobile Funklöcher schließen, Breitband, schnelles Internet, Stärkung in dem Programm in deinem Haus, vom Dorfladen bis hin zum Dorfgemeinschaftshaus. All das sind Dinge, die das Leben im ländlichen Raum in unseren Dörfern attraktiv machen. Und ich glaube, uns beiden macht es große Freude, daran mitgestalten zu dürfen. Eins muss man natürlich auch nochmal sagen. Die Landwirtschaft, die Ernährungswirtschaft ist Teil des ländlichen Raumes. Und auch da sind wir spitze, auch insbesondere im Natur- und Umweltschutz, mit unseren Nationalparken, den Biosphärenreservaten, den Naturschönheiten, aber auch in der Landwirtschaft, unter anderem auch mit der Biolandwirtschaft. Lieben Gruß auf alle Dörfer. Herzliche Grüße.